So, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Oh yeah, wir sind mittlerweile in der Folge 20 angekommen. Meine Fresse, die Zeit vergeht. Und im letzten Part haben wir hier die Drachentanzhöhle fertig gemacht. Und das eigentlich, obwohl der Gegner überhaupt gar kein tanzender Drache war. Aber egal. Der Makrobaum hat uns gesagt, wir sollen zum Brillensee gehen. Und ich weiß nicht, ob sowas groß sein kann. Ich kann mir vorstellen, dass das hier ein Teil der Brille ist. Und deswegen will ich heute mal hier hinlatschen. Einfach mal so. Baum. Und nebenbei will ich noch einen Halt woanders machen. Und zwar, wir haben ja bei der Tauschquest sind wir ja stehen geblieben. Cool. Viele Saaten. Schön. Epic Lag und so. Oh, ja, das muss gleich mal unterbunden werden. Deswegen mache ich mal ganz kurz eben mein Skype aus. Bis gleich. So. Schon jetzt auch weiter. Sorry für die kleine Unterbrechung. Und genau. Ich habe noch was vor. Wir haben ja hier in der Tauschquest den Fisch bekommen. Aber war hier oben nicht irgendwo? Ich möchte meinen, es war irgendwo hier in dem nördlichen Gebiet von Horondorf. Irgendwo ein Typi, der irgendwie eine Katze gesucht hat. Oder die Katze war wie auf dem Baum oder irgendwie sowas. Ah, genau, der da. Willst du zum Beispiel den Fisch haben? Sieh nur, ich habe ja auf dich, sie ruft meine süße Mietze, kommt nicht herunter. Rufst du doch mal Mautzi, vielleicht hab das ja. Hatte ich doch nur ihr Leibgericht, Fisch. Hey. Ach, was, das ist ja ein Fisch, Mann, das ist Mietzis liebstes Futter. Ist das etwa für sie? Naja, eigentlich nicht, aber auch, na klar. Oh, vielen, vielen Dank, mir, Mietz, miau. Miau. Ja, wie süß. Mietzi, ja, feines Kätzchen, danke, eine Belohnung. Na, ja, nimm dieses Megafon. Du hältst, das Megafon, welch ein Lärm das Ding macht. Yay, yeah, wozu könnte das sein? Keine Ahnung, vielleicht will jemand irgendwie auf einer Straße sich hinstellen und irgendwie Marktschreier werden. Mami, sie sei nicht so verfressen. Na, ist eine fette alte Katze halt. Katzen machen sowieso grundsätzlich, was sie wollen. So, und ich möchte jetzt hier mal den Brillensee erkunden. Das ist doch der hier, ne? Genau, aber ich glaube, wir können doch hier irgendwo runter, rein, irgendwie sowas. Ah, genau, da ist zum Beispiel eine Kiste. Ich glaube, da kommen wir aber noch gar nicht hin. Aber man kann doch irgendwo auch in diesen Brillensee rein. Ich war doch hier schon mal drin. So, hier nach Süden vielleicht? Vielleicht. Ich bin doch bereit. So, Hepperzappen und so. Aha, guck mal da. Da ist ein Subrosia-Ding. Aber ich glaube, da waren wir auch schon mal drauf. Kann das sein? Ja, genau, hier ging es woanders hin. Ah. Nee, hier war ich noch gar nicht. Warum? Hier war ich schon mal. Naja, ist egal. Erstmal alles schlitzen. Es soll eindeutig jetzt zum Brillensee gehen. Aua. Arschgesicht, du. So, komm mal her. Was schlitzt dauernd? Danke für das Herz. So, dann decken wir wenigstens mal die Karte hier noch komplett auf. Also einmal nach Norden. Was ist hier schön? Ein bisschen Schnee. Ah, guck mal her. Aber da brauchen wir Brillensee. Ja, ich will aber den Dungeon sehen. Kann man den hier nicht irgendwie analysieren? Nee, schade. Weil dann wüsste ich, ob das hier der fünfte Dungeon ist, aber es könnte durchaus sein. So, ich glaube, ich war hier schon mal. Habe ich das offscreen gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt mir das irgendwie hier bekannt vor. Ist hier nicht irgendwo ein Gasha-Kern? Sick, einfach mal. Ach Quatsch, nein, ich brauchte die Schaufel dafür, ich dödel. Wollte ich da sagen. Und wir haben ja genug, also eigentlich könnten wir auch durchaus einen pflanzen. Wie viel habe ich noch? Jetzt muss ich mal gucken. 3. Ja, ist okay. Ja, stup. So, war ja immerhin ein bisschen versteckt, ne? So, ja, hier brauchen wir Herbst. Natürlich die Frage, wo kriegen wir das Ding überhaupt her? Bam, bam. Wir brauchen aber noch eine Donnerblume dafür und die habe ich noch nicht. Das ist nicht ganz so wirklich leicht. So, hier ist wieder so eine Eisfläche, die irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht. Das ist egal. So, da haben wir jetzt erstmal halt aufgedeckt hier. Das auf jeden Fall sieht aus wie ein Brillensee hier. Das ist er auch. Steht ja da. So, vielleicht gehen wir einfach mal so Brosia. Vielleicht hat er da irgendeinen Sinn. Vielleicht kriegen wir jetzt den Herbst hier endlich freigeschaltet. Das wäre ganz cool. Swoot, du kannst mich mal fisch. So, was hat hier? Wieso steht ein Schild? Felspilze. Petrifungus. Nur Herbsternte. Ja, das weiß ich. Das habe ich schon mitbekommen. Stup. War ich ja schon mal? Nope, doesn't seem so. Hier war ich noch nicht drin? Nö, ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Oder? Nee, hier wäre ich doch schon mal nach links oder nach rechts gegangen. Oh, was ist denn das hier? Hallöchen, wer seid ihr da hier? Hier ist zum Steine sammeln beim Tempel oben im Norden. Steine sammeln? Seid ihr Goron?
Beim Tempel oben im Norden kann man ordentlich Brocken abgrasen. Ja, die kann man überall abgrasen, Kumpel. Heißer, dieses Hochöfen schmelzen jedes... Was? Metall? Metalls? Ah, nee, Metall. Da hab ich mich voll verlesen. Ich bin gerade dabei, zwei Arten von Erz zu mischen. Ja, du bist doch voll cool. Ah ja, wer weiß, was das für einen Sinn hier noch später haben könnte, sollte, würde. Auch wenn wir hier in Subrosia unterwegs sind, werde ich natürlich eine Sache machen, und zwar meinen, wie heißt das Ding denn hier, Faktor Ring Grün. Gefundenes Erz verdoppelt sich. Das ist natürlich total toll. Und, wird jetzt hier gleich mal, ist das geil, 2 für 1 und so, Alter, für 10 kriegst du 20 Stück, Alter, voll geil. Auch nehme ich ganz viel Erz noch für mehr Gascha-Kerne. Weilbaum. Oh, guck mal, Sud, Alter. Wenn mein Zwacken abgesackt ist, das geil. Zwacken. Ich gehe kacken. Nein, scheiße. Das wollte ich nicht. Was, egal, wir wollen ein bisschen vorwärts kommen. Gehen wir mal nach Süden. Ah, Hörchen, Hallöchen. Wer bist du denn? Hier Schildermeister oder was ist los? Was ist mit dir los? Göttlich, Tadellos, prächtig, bemerkenswert. Schilder, hast du Schilder zerbrochen? So etwas würdest du doch nicht tun. Wer käme schon auf solch eine Idee? Wir sind fantastisch. Wir sind doch einer Meinung. Was? Nö, hab ich noch nicht. Kann man das hier überhaupt? Wusste ich gar nicht. Ich habe gerade keinen Plan, ob man Schilder zerbrechen kann hier. Vielleicht irgendwie mit Aufheben und Grinsen oder? Keine Ahnung. Oh. Holy motherfucking shit, hier burns wieder voll. So, hier brauche ich meine Feder wieder leider. Happenzapper. Boah, ganz knapp nur. Weil hier im Süden ist noch irgendwas. Schmelzofen, ja, da waren wir schon. Nichts Interessantes für mich dabei. Ja, das ist der Schmelz. Ah, hier, guck mal, hier ist. Kann man sich jetzt diesen Weg hier freimachen endgültig? Das wäre ja nicht mal hilfreich. Ja, ach, Schwätz. So. Geil, dass man die... Boah, noch ein Zwacken, Alter, voll geil. Das ist übelst fett. Schon 340 Stück. Ah, so eine Kiste, an die ich nicht rankomme, weil... Was ist denn jetzt für ein komisches S oder wie ein 5 Ding? Ich hab keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich hab keinen Plan. Bam, bam, bam. Badam, bam, bam, bam. So, dann gehen wir mal hier unten lang. Mal gucken, vielleicht ist hier irgendwas unterwegs. Wenn wir schnell genug sind, passiert mir ja nichts. Das sieht ja wirklich verdächtig aus. Kann man hier buddeln? Kann man hier buddeln? Hallöchen? Nein. Nicht abstürzen, mein liebes Erz. Ich brauche euch doch. Oh, ein Herz noch. Dankeschön. Das ist aber nett. Alter, wie fett, Alter. Schon 370 so eine Klöten. So eine Knödel. Alles Minecraft-Sucht. Dies Link ist Minecraft-Sucht. Jetzt wissen wir es. Aha. Wie, was ist denn hier los? Alles voller Lava. Das wird ja mal dünner, alles hier. Oh, das sieht aus, als ob man... Oh, schade. Nö. Und dann machen wir hier rüber. Weppen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte hier noch nicht sein. Was schlägt Quarz down? Weppen. Überall Weppen. Was soll denn das hier? Oh Gott. Was schlägt Quarz down? Oh, Splush! Oh, voll in die Lava drin. Mann! Okay, ich muss doch mit ein bisschen mehr Spackes springen. Jawohl. Schön. So. Komm her. Ja. Was, was schlägt's down? So. Nochmal schweppen. Nochmal. Oh. Na, ist egal. Oh, was ist denn das da? Was ist das denn? Sieht aus wie so ein eingebuddeltes Subrosia-Dingen oder irgendwas eingebuddeltes. Ey. Kann ich das nicht ausbuddeln? Menno. Wieso komme ich da nicht ran? Oh, flop, jetzt ist das in Wasser gefallen. Mein Kumpel, kann ich den nicht töten da hinten? Ja, warte mal. Der dürfte wohl nichts bringen. Hier, friss mal Duftkerne. Schade. Ich glaube, Feuerkerne machen auch gar keinen Sinn, ne? Nö, überhaupt nicht. Scheiße. Hier, friss meinen Bumerang. Ist egal. Was ist denn das für ein... Oder kann ich das aus der Erde ziehen? Oh. Oh, geil. Die Sonnenblume. Behandeln sie mit großer Vorsicht. Heißt, ich darf jetzt hier nicht abgeburnt werden. Sonst explodiert die oder was? Das fände ich jetzt persönlich nicht so cool. Ah, weg hier. Hilfe. Geh weg. Sonst krieg
die Bomben in Schreck. Und dann fliegt uns das ganze Lava-Zeugs hier um die Ohren. Das fände ich jetzt nicht so gut. Das könnte be a little bit our und so, ne? So. Ich würde auch gerne total nochmal gerne in den Shop reingehen. So, jetzt haben wir erstmal die Donner. Wow, Hilfe, Burninger hier. Voll geburnt. So, da wäre man auch mal nach dem Schild Ausschau halten und gucken, wie ich das irgendwie schrönsen kann. Das wäre ganz cool. So, aber jetzt begebe ich mich erstmal, auf dem, ja, toll, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Gibt's hier keine Abkürzung oder gibt's nur diesen Weg hier unten bei dem Portal? Na, dann gehen wir nochmal raus, Leute. Und dann nutze ich die Sturmkerne, twist mich zu einem anderen Portal, wo ich besser bin. Und dann ist alles wieder richtig cool. Mach doch nicht irgendwie bisschen hin, ne? Bam, badabam. Ja, ich will den Herbst. Badalada. Wo ist denn eigentlich das beste erste Portal immer hier gewesen? War das nicht sogar hier oben irgendwo? Ich weiß es wirklich nicht. Ich könnte natürlich da in den Süden gehen, aber da kommen wir, glaube ich, wieder nicht zum Shop. Ich will nicht mal wieder in den Shop, der war doch hier oben irgendwo, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß. Wo ist denn dieses kack erste Portal hin? Gehen wir mal zum Horendorf. Hier kann man noch mal Glutkerne eingraben. Juhu, toll. Haben wir ja ganz schön viele beim Boss verballert. So, haben wir einen Ring, wie den ich vergrasen könnte? Nö, auch nicht. Ja, ansonsten, hier ist er doch, ne? Genau. Testen wir einfach mal. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht ging's ja voll. Ich hatte irgendwie zwischendurch eine Feder nicht oder so. Vielleicht klappt's ja jetzt, dass ich irgendwie versuche, in den Norden zu kommen. Herten, zappen, twap, tschüss, Tübi. Irgendwie muss man doch in den Norden zurückkommen. In den großen, weiten Norden. Schotten, zapp. So. So, 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 so. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig, Freunde. Ja, ich weiß. So, hier komme ich ja überall nicht rüber. Das ist total scheiße. Da kann ich doch noch so weit springen, wie ich will. Das hilft mir doch nicht. Menno! Ach, Leute. Leute von heute. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier nicht nach Norden komme. Ja, toll. Weapon Set und so. Und hier geht's noch weiter. Und hier ist denn irgendwo Sense. Ja, da könnte ich noch irgendwie hin müssen, mal später. Ach man, wo ist denn dieses scheiß Portal hin? Oh, ich hab so viel Kacke vergessen. Und nebenbei habe ich heute übelst wenig Zeit für ein Part. Ich muss ganz knapp 20 Minuten helfen. Ganz knapp 20 Minuten machen, sonst wird das ja heute nichts mit dem Part. Ne? Sonst gibt's bald keine Videos mehr. Das kann ich nicht machen. Das geht ja nicht. Scheiße, Mann. Oh, ich will da hinten ran, aber warte mal. Wait a moment, please. Wenn wir einfach mal jetzt sagen, so, wir machen, so und ja, und dann. Oh, scheiße! Nein! Haha, getwickt! Ah, wie lame. Einfach getwickt. So, hier ist der Shop. Endlich mal wieder eine Marke. Endlich mal wieder in den Market gehen. Ah, der hat noch gar schon Kerne. Was kosten die hier? Hm, ja, klar. So, mal wieder aufgeladen. So, Kumpel, was willst du dafür? Hm, ja. Du erhältst einen Gafferkern. Cool, da hätte ich richtig steil. Bam, 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 bam. Da sind noch Gafferkerne. Ich tausche die 100 Erz und 20 Duftkerne. Auf jeden. So, weil wir haben ja eh Duftkerne. Ja, ist jetzt nicht so, ja, was ich sage, das brauche ich unbedingt und so, ne? So, da haben wir nochmal zwei Gafferkerne abgegrabbelt. Geile Scheiße, jetzt können wir die richtig schön verpulvern. So, und hier müssen wir jetzt eigentlich auch irgendwo. Oh ja, ich mach's mal. Trappen, zappen, tappen, bam, bada, bada, bam, bam. So, machen wir ein bisschen Flottlink hier. Ich hab ne keine Zeit, Mann! Njong! 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 So, sind wir schon da und können uns jetzt erstmal in den Herbst grabbeln. Ich hoffe, du bist mit der Donnerblume fusiert irgendwie. Weapon Zap. Tschüss, Kumpel. Hey du, Donnerblume, blablabla, ja, genau. Oh, Scheiße! Oh, Schwänzen, Fräzen, Schwänzen, geil. Prima, Tank, hier haben wir lauter Erzbrocken. Wenn du jemals geschmolzenes Erz brauchst, dann komm zu den Hochöfen. Ah, geschmolzenes Erz? Klar, kein Ding. So. Ist hier noch was links und rechts? Nein. Und ich denke mal, das war's ja doch mit dem. Mit dem Herbst werde ich denn für heute Schluss machen. Boah, sieht voll geil aus. Gold und Lina. Total coole, glaube ich, Komplementärfarben, ne? Also die zwei gegensätzlichen Farben in dem Farbkreis.
Ich bin der Geist des Herbstes. Es ist nun an mir. Man sagt, der Herbst wäre düster, doch nein. Bunte Blätter sammeln sich in Gräben und Pilze sind reif, um gepflückt zu werden. Ich stehe nicht auf Pilze, aber ich finde den Herbst auch schön, muss ich sagen. Es heißt, wenn Hyrule von Schatten bedeckt ist, wird ein Held erscheinen. Bist du dieser Held? Nö, ich bin ein Gauner, der dich klauen will. In Sackel steckt und verkauft auf dem Schwarzmarkt, nein. Ich gewähre dir die Kraft des Herbstes. Dem Stab der Zeiten wurden die Winde des Herbstes verliehen. Er klettert einen Baumstumpf, um den nächsten Herbst herbeizurufen. Voll geil! Der Stab verfügt nun über die Kräfte der vier Jahreszeiten, damit ist nun unsere Hilfe erschöpft. O tapferer Jüngling, Dean, sowie ganz Holodrum, zähle auf dich. Okay. Habe sonst nichts besser zu tun, als hier irgendwelche Leute zu retten. Trappen, trappen, zappen. Trappen, trappen. Oh fuck. Trappen, trappen. Danke. So, tschüss Leute. Ciao Kumpel. Wir sehen uns nie wieder. So, dann werde ich mich ganz kurz jetzt mal hier durch das normale Portal hochfrisseln, dann kann ich mich endlich wieder daran erinnern, wo das überhaupt war. Juhu. Oh, mir juckt es in den Finger, hier schon wieder zu buddeln, Leute. Aber wir wissen jetzt, wenn ich mal Gafferkerne brauche, wo ich die Krähe kriege. Nämlich von dem Markt da unten auf jeden Fall, weil 100 Erz schnell gesammelt. Auch offscreen zur Not, ne? Ist ja gar kein Ding. So, hier war das Portal, ne? Aber wo führt das in der normalen Welt? Ach so, ich weiß wo. Im Wintergehölz. Oh, wie blöd. Darauf bin ich nicht gekommen. Na, ist egal. Okay, aber das wäre auch ein ganz schön weiter Weg, finde ich. Also, war ja unser erstes Portal, aber da sind manche andere vielleicht besser. Und habt ihr gesehen, mit einem schönen Hepperspun, da komme ich auch locker rüber. Das ist gar kein Ding. Das ist mir wahr so. Einfach mal schlitzen hier. Wir haben ja jetzt ja den Herbst, wir können jetzt hier ein bisschen rumtrollen, weil, ey, Arschgeige, du. Du bist doch ein blöder Arsch. Baddeli-ding-de-doing. Oh Gott, hilf, ich muss schön aufschließen. Sorry, Leute, sorry. Badadadala, dudeli, dudeli, dudelidelalali, umdidimdelda, tadadadala, dadadan, dadadan, dadadalala. Und damit beende ich jetzt den Part. So Leute, ich weiß, es sind jetzt vielleicht nicht mal ganz 20 Minuten, aber wir kriegen noch eine zweite Folge hin. So Leute, also ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei The Legend of Zelda. Ja, Oracle of Seasons, genau. Und bis dann wieder mal unser übliches Motto. Macht's gut, haut rein, tschüssikowski und ciao.